So, Petri, Leute, ich bin heute wieder ein bisschen am Main, bin aber heute nicht allein dabei. Hab heute den Jens mit dabei, der will eine Kamerascheu aktuell. Nein, er baut aktuell sein Equipment auf. Und wer ist der Jens? Jens, das ist ein alter Aalspezi. Der kennt sich wirklich mit den Gewässern aus, der weiß, wie der Aal sich verhält, wie er sich in die Wasserpflanzen verhält. Er kennt die Böschungen, er weiß, wo und wie man am besten den Aal überlistet. Er ist eigentlich der, wo noch oldschool angelt. Einfach einen Wurm drauf, ja, den fädelt er mal durch, den knotet er mal an, ja, macht ein Schleifchen ins Haar. Wie auch immer, auf jeden Fall, er angelt oldschool, ohne diesen Schickimicki-Zeug, wo sie euch auf die DVDs und im Internet immer verdicken wollen. Er hat eine ganz normale Schnur drauf, wie ich auch. Viele von den Dingern, die ich euch erzähle beim Aalangeln, die habe ich von ihm gelernt. Und die gebe ich an euch natürlich weiter. Deswegen oldschool, einfach eine Rute mit Schwimmer in ein Seerosenfeld, eine auf dem Grund, bisschen weiter draußen, Entfernung vom Land jeweils um die 10-15 Meter. Je nachdem, das müsst ihr dann immer selber sehen, wie es bei euch ist. Denkt dran, geht nicht allein ans Wasser, nehmt euch immer Leute mit und wenn der allein geht, dort gefährliche Stellen mit Knickstäb markieren. Nicht, dass der nachts vor lauter Hektik drüber fliegt, ins Wasser fliegt und weg seid ihr. Das ist doof. Was noch ist, denkt dran, am Dach schafft euch einen Platz, wo ihr quasi eure Messer und eure Gegenstände ablegt, dass ihr die Nacht wieder findet. Ordnung ist das halbe Leben, ne? Aber nachts stimmt es auf jeden Fall. Am besten irgendeinen hellen Deckel oder ein helles Tuch oder was, wo ihr euer Messer drauf liegen habt, eure Lampen und sonstige Sachen. Sonst rennt ihr nachts rum und sucht eure Zange oder irgendeinen Scheiß. So, okay. Ich probiere jetzt da weiter, quasi mir noch ein paar Tipps, wo man Jens geben zu lassen. Und wollen wir mal schauen, wenn die Sonne untergeht. Die ist momentan gerade dabei. Sie will noch nicht so richtig. Dann schauen wir mal, ob wir euch wieder mal diesen 2,50 Meter Aal zeigen können. Oder eher die 10 cm Grundel. So, also gut. Ich kümmere mich mal um mein Equipment. Ja, Jens, ich komme. Jens will mir da noch gerade was zeigen hinten. Gehen wir zum Jens schnell. Leute, habt ihr gesehen, der Armschlag kam voll durch. Eins der berühmten Stockfische, die es hier im Main relativ oft gibt. Sehr seltene Art, aber gut zu fangen. Zieht immer wieder die Schwimmer schön in den Grund rein. Der Stockfisch. Und der Jens hat heute wirklich einen guten Tag. Er fängt heute einen Stockfisch nach dem anderen. Man kann sagen, es schafft nicht jeder, so viele Stockfische zu fangen wie er. Er ist da wirklich professionell dabei. Heißt, er fängt die Stockfische, ich fange die anderen Fische. Ist das nicht toll vom Jens? Genau. So, Leute, die Angeln sind im Wasser. Was soll ich sagen? Ich habe Hunger, Lebegästebrödel habe ich nicht dabei. Nicht dran gedacht. Nein, Quatsch, ich bin heute ja auf Aal draußen, will heute länger bleiben. Und ihr wisst ja, wenn ich länger draußen bin, dann nehme ich immer diese Aludöschen. Einmal wie ein Backenmaus und zweitens mal wie ein Abfall. Ja, das Grauen aus der Dose. Heute soll es Chivapchiti sein oder irgend sowas. Ja, der Vorteil ist, man kann das Zeug kalt und warm essen. Schmackig gibt sich das wahrscheinlich gar nichts. Ja, lecker, lecker. Ein sehr herzhafter Geruch. Erinnert irgendwie fett an so Katzenfutter. Aber der Hunger treibt es nicht, der Ekel treibt es runter. Deswegen sage ich, Angel im Wasser, die Sonne geht gerade unter, das geht in mir rein. Dann schauen wir mal, was kommt oder was an zuerst kommt. Der Aal oder das Essen.
Ja, Leute, wenn gar nichts geht, muss man alles Mögliche ausprobieren, um den Aal zu überlisten. Hat mir gerade Jens gesagt, am besten muss ich mein Gesicht verhüllen. So schaue ich hübsch aus und dann kommen die Aale eher. Also, was der Jens sagt, das stimmt. Das probiere ich da mal aus. Gucken wir mal. So Leute, ich verabschiede mich für heute. Ja, Mai und ist klar, das Einzige, was momentan beißt, sind die Barsche und die Holzfische. Es geht auf Aal, es geht gar nichts. Naja gut, hat keiner damit gerechnet, dass die Temperaturen so schnell fallen. Wir haben 5 Grad Außentemperatur. Das bringt es nicht. Und wie gesagt, wenn man schon auf Heißgetränke mittlerweile umsteigen muss, dann ist das Beste, man hört dann langsam mit den Angeln auf. Ich meine, aber was soll's, was ich nochmal sagen wollte ist, danke Leute für die tollen Tipps, wo ihr mir immer gebt, für die geilen Kommentare, ihr seid super, vielen Dank erstmal an euch alle und ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß auf meinem Kanal. Wie gesagt, ich packe jetzt zusammen. Der Jens hat schon zusammengepackt, weil er war der Meinung, ja, dann tanzen da sich Sonne und so, da könnte abends noch was gehen. Aber jetzt sagt er, wir mussten jetzt schon einen Gaskocher anmachen, mussten uns einen heißen Tee machen. Es ist echt zu kalt. Aber trotz alledem, es beißen trotzdem die Barsche. Ne? Und wie gesagt, wir können mittlerweile ja Rauchzeichen geben. Also gut, Leute, nicht jeder Tag ist Fischtag. Aber trotzdem, es war wieder mal schön am Wasser. Jens hat mir etliche gute Tipps gegeben, aber dass ich nicht so vor der Kamera zeigen wollte. Klar, ist nicht jedem seine Sache. In diesem Sinne, eine gute Zeit am Wasser. Danke für eure Mitarbeit, danke für euer Zuschauen, danke für eure geilen Kommentare und danke für die Daumen hoch. Es freut mich immer wieder zu hören, dass ich meine Sachen gut mache und dass ihr Spaß habt beim Schauen. In diesem Sinne, euer Alex und dein Dai. Ist kalt.